Die neue Mercedes-Benz E-Klasse und der neue CLA. Die neuen. Ungezähmt und in Bestform. In Ihrem Autohaus Allgäu in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Wir starten in eine neue Woche, die uns hoffentlich endlich den Frühling ins Allgäu bringen wird. Mehr dazu im Laufe der Sendung. Außerdem haben wir heute für Sie das. Trotz neuen Gegenstimmen, Unterallgäuer Kreistag verabschiedet Haushalt. Dicke Luft in 2000 Metern Höhe, Neubaupläne des Alpenvereins Immenstadt sorgen für Wirbel. Und Lernen von einem der Besten, Schwimmtraining mit Marco Di Carli in Kempten. Die Kreisumlage ist das Geld, das die Gemeinden in einem Landkreis an eben diesen abgeben müssen. Mit dieser Summe kann der Kreis wiederum Investitionen angehen. Im Unterallgäu stehen in diesem Jahr zahlreiche Investitionen an. Dennoch kann der Landkreis die Umlage senken. Diesen Beschluss hat der Kreistag heute in Mindelheim verabschiedet, nicht ohne Diskussionen. Obwohl das Thema nicht auf der Tagesordnung stand, sorgte es mit für den größten Diskussionsbedarf. Die fehlerhafte Rücklagenübersicht aus dem Jahr 2010, die Ende 2012 aufgedeckt wurde. 1,9 Millionen Euro zu viel, obwohl sie vom damaligen Kämmerer schon anderweitig abgerechnet worden waren. Der Nachfolger hat es gab da ein Kommunikationsproblem, irgendwo nicht aufgenommen und nicht realisiert und ging dann von einer zu hohen Rücklage aus. Damit ist kein finanzieller Schaden entstanden, und zwar überhaupt kein finanzieller Schaden entstanden, aber es ist eine Fehlinterpretation entstanden, natürlich für die nachfolgenden Haushalte, weil wir davon ausgegangen sind, dass wir reicher waren, als wir tatsächlich waren. Diese Woche findet daher eine überörtliche Rechnungsprüfung statt. So ein Fehler soll sich nicht wiederholen. Tatsächlich auf der Tagesordnung stand der Haushaltsplan 2013. 9 Kreisräte stimmten dagegen. Die Mehrheit im Kreistag hat den Haushalt abgesegnet. Er sieht zahlreiche Investitionen vor. Generalsanierungen an allen unseren Verbandsschulen. Und zum anderen ist dieser Haushalt auch so gestrickt, dass wir schon erkennen, wer so viel investiert, der kann es vielleicht nicht gleichzeitig auch noch darstellen, Schulden in signifikanter Weise abzubauen. Also gehen wir jetzt einmal mit diesem Haushaltsplan und mit diesem beschlossenen Haushalt von einer Netto-Neuverschuldung null aus. Das heißt, die Verbindlichkeiten des Landkreises bleiben mit etwas über 17 Millionen Euro konstant und gleich. Dadurch könne der Landkreis die Kreisumlage um 0,2 Prozentpunkte senken auf 47,5%. Ein Teil der Investitionen fließt als Zuschuss auch in die Klinik Otto Beuren. Dort muss der Brandschutz nachgebessert werden. In dem Moment, wo wir es erkannt haben, dass es diesen Nachholbedarf gibt, war für uns auch klar, dass wir hier sofort reagieren, weil wir wollen unsere Patienten ja jederzeit bestmöglich in jeglicher Hinsicht bestmöglich versorgen, medizinisch. Und wir wollen sie einfach auch in einer Sicherheit wiegen, so wie man sich das als Patient vorstellt. So gar nicht nach den Vorstellungen des Kreistags kommt das Thema schnelle Bahnverbindung voran. Mit der Einführung der Neigetechnik 2011 hatte sich der Zugfahrplan im Unterallgäu verschlechtert. Die Aussage der Bayerischen Eisenbahngesellschaft ist, dass wir uns im Unterallgäu auf signifikante Verbesserungen im Fahrplan erst dann freuen können, wenn die Elektrifizierung Wirklichkeit ist. Also daran kann man schon erkennen, dass unser Interesse ein absolut massives und prioritäres ist. Und es ist vielleicht noch größer wie das Interesse der ein oder anderen Nachbarschaftsgebietskörperschaft. Aus diesem Grund hat der Unterallgäuer Kreistag einstimmig eine Resolution verabschiedet, die bei den Verantwortlichen Druck machen soll, damit ab 2020 Dieselloks nicht nur im Unterallgäu der Vergangenheit angehören. 1875 wurde der Grundstein für das Waltenberger Haus gelegt. Heute wie damals ist die Hütte bei Oberstdorf ein beliebtes Ziel für Wanderer aus der ganzen Welt. Doch trotz einiger Umbauten und Renovierungen ist das Haus offensichtlich in die Jahre gekommen. Seit August 2011 schmiedet die Immenstädter Sektion des Alpenvereins deshalb Pläne, wie es mit ihrer Hütte weitergehen soll. Doch die aktuellen Ideen des Vereins stoßen nicht überall auf Verständnis.
Großer Andrang in der Sonthofener Sparkasse. Hier werden seit heute 6 Modelle aus einem Architektenwettbewerb ausgestellt. Sie zeigen die mögliche Zukunft des Waltenberger Hauses. Die Hütte liegt in der Nähe von Oberstdorf auf über 2000 Metern Höhe. Sie bietet Wanderern im Sommer 6 Betten und 65 Lagerplätze sowie einen Winterraum mit 8 Plätzen. Doch das Haus sei deutlich in die Jahre gekommen, betont der Vorsitzende der DAV-Sektion Allgäu-Immenstadt. Eine Sanierung sei dringend nötig. Schimmel, fehlender Brandschutz und Platzmangel. All das mache eine Einbindung der alten Bausubstanz dabei aber sehr schwierig. Man müsste jetzt also rechts und links alles wegreißen. Dann könnte man einen Teil erhalten. Bei dem Rest ist die Bausubstanz ohnehin unter aller Kanone. Dann bliebe noch das Problem, wie man den unterkellerten Teil retten würde wollen, wo man auch nicht weiß, wie das überhaupt gehen soll. Und all das führt dazu, dass vermutlich mit Ausnahme des letzten Neubaus dort oben, nämlich dem Terrassenteil mit der darunterliegenden Notlager, weggeräumt werden muss und da eben ein Neubau draufgestellt werden muss. Zu dem Ergebnis seien auch die Architekten gekommen, die sich an dem Ideenwettbewerb zum Neubau der Hütte beteiligt haben. Während die alte Bausubstanz wohl nicht mehr zu retten sei, könnten die neueren Umbauten aber erhalten bleiben. Der erweiterte Hubschrauberlandeplatz bleibt natürlich erhalten. Die Abwasserreinigungsanlage wird von der Maßnahme überhaupt nicht erfasst. Die vor 2 Jahren gebaute neue Wasserfassung und Führung wird natürlich auch nicht erfasst, weil das ja alles außerhalb der Hütte liegt. Und das eben Ende der 80er gebaute, für damalige Zeit auch recht teure Teil, Terrasse mit darunterliegendem Winterraum, bleibt auch erhalten. Also berührt wird die Bausubstanz, die seit 1885 mit vielen Umbauten da oben steht. 6 Modelle aus einem Ideenwettbewerb wurden vom Vorstand des Alpenvereins Immenstadt ausgewählt. Sie können seit heute in Sonthofen begutachtet werden. Besonders das Modell von Architekt Peter Fischer hat es dem Vorstand angetan. Dabei habe nicht nur das Optische eine Rolle gespielt, auch die Art des Baus sei wichtig gewesen. Dieses letztliche Gewinnermodell steht frei am Hang und braucht also diesen Hang hinten nicht weiter zu berühren. Ist mit Ausnahme der Rückwand weitgehend mit Holzkonstruktionsteilen aufbaubar, was zumindest eine gewisse Sicherheit für kürzere Bauzeiten als durch viele Betonarbeiten gibt. Doch nicht alle sind von den Plänen des Alpenvereins überzeugt. In den letzten Wochen regte sich viel Kritik an dem Bauprojekt. Von erbosten Leserbriefen bis hin zu zurückgezogenen Spenden reichte der Protest. Das sind natürlich Auswüchse, die uns schon ein bisschen betroffen machen. Zumal wir auch mit der Ausstellung beweisen wollen, dass das eben hier ein transparenter Entscheidungsprozess ist, der auch nachvollziehbar für andere Beteiligte sein müsste. Wir haben auch noch von keinem Kritiker jemals gehört, wie man es denn besser machen könnte. Und jegliche Kritik zündet nur an der Optik. Noch stehe ohnehin nur eine Richtung fest. Über den endgültigen Bauplan müssten die Vereinsmitglieder entscheiden. Deshalb wird es in den nächsten Tagen und Wochen noch einige Informationsveranstaltungen und Podiumsdiskussionen geben. Eine Mitgliederversammlung im Juni soll dann endgültig über die Zukunft des Waltenberger Hauses entscheiden. Ruhe und Entspannung, das sucht man bei einem Thermenbesuch. Umso mehr fallen Störungen oder stören Friede auf. Wegen eines renitenten Badegastes musste das Personal der Therme Bad Wörishofen gestern Abend sogar die Polizei anrücken lassen. Der 29-jährige Mann verhielt sich, wie es hieß, über die Maßen ungebührlich und wollte außerdem seine Rechnung nicht bezahlen. Schließlich musste er sogar in Gewahrsam genommen werden, da er mit deutlichem Alkoholpegel die Heimfahrt im eigenen PKW antreten wollte. Mehr Neues aus der Region erfahren Sie gleich in den Meldungen des Tages. Und dann kommt auch der Wetterblick auf die nächsten Tage. Diesmal ausnahmsweise ganz ohne Schnee und Minustemperaturen. Druckprüfung, TV-Untersuchung, Kanalsanierung. Wir prüfen Ihre Abwasserleitungen. Dorf, immer eine saubere Lösung.
Allgäuer Immobilien- und Bautage 2013. Neubau, Sanieren, Energie. Erfahren Sie alles rund um Haus und Garten. Von der Planung bis zur Finanzierung. 120 Aussteller sorgen für Durchblick. Die Allgäuer Immobilien- und Bautage 2013. Am 13. und 14. April 10 bis 18 Uhr. Messegelände Eisstadion Kempten. Eintritt frei. Gut geht's uns schon. Uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leute. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum. Bahnhofstraße 42 in Kempten. Wir unterstützen Ihre natürliche Schönheit mit schonenden Eingriffen und wirkungsvollen Alternativen. Vertrauen Sie ausschließlich auf erfahrene Spezialisten in der Faltenunterspritzung. Natürlich schön mit Ästhetikklinik Kempten. Scharf sehen ohne Brille. Die Praxis von Dr. Pfeffel und Dr. Zenk ist auf Augenlaserbehandlungen spezialisiert, seitdem diese Technik überhaupt verfügbar ist. Die Praxis verwendet ausschließlich die modernste Lasertechnologie. Damit ist eine schmerzfreie Behandlung und die schnellste Wiederherstellung der Sehkraft möglich. Besser sehen durch die Augenlaserbehandlung von Dr. Pfeffel und Dr. Zenk aus Weilheim in Oberbayern, München und Jena. TV Allgäu, Ihr regionaler Mediendienstleister. Wir sind Ihr Ansprechpartner für Filmproduktionen jeder Art. Egal ob Image- oder Messefilme. Werbung. Video fürs Internet. Oder die Dokumentation Ihrer Veranstaltungen. Wir machen aus Bildern, die bewegen, bewegte Bilder. TV Allgäu. Mehr als Fernsehen. Die Meldungen des Tages. Ein Drahtseil, das über einen Fahrradweg gespannt wurde, beschäftigt derzeit die Polizei in Kaufbeuren. Das Seil wurde nach aktuellem Ermittlungsstand in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über den Radweg an der Augsburger Straße gespannt. Eine Fußgängerin entdeckte das Drahtseil und informierte die Polizei. Normalerweise fahren Radler dort mit hoher Geschwindigkeit den Berg hinunter. Deswegen ermittelt die Polizei jetzt und untersucht den Draht auf Spuren. Zeugen, die etwas beobachtet haben könnten, sollen sich bei der Polizei Kaufbeuren melden. Nahezu zeitgleich ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Memmingen zu zwei Schlägereien gekommen. Dabei erlitt ein 18-Jähriger eine Platzwunde am Kopf. Gegen 3.30 Uhr war der junge Mann am Gerberplatz von einem 19-Jährigen angegriffen worden. Alle Beteiligten und ein Zeuge waren so stark alkoholisiert, dass sie bislang nicht vernommen werden konnten. Sie hatten zwischen 1,6 und 2 Promille Alkohol im Blut. Fast zur gleichen Zeit wurde ebenfalls am Gerberplatz ein 20-Jähriger von einem Gleichaltrigen so heftig geschlagen, dass er gegen einen vorbeifahrenden Streifenwagen fiel. Dabei wurde er leicht verletzt. Der Angreifer war mit 1,8 Promille ebenfalls stark alkoholisiert. 5 Personen sind gestern bei einem Verkehrsunfall bei Lindau verletzt worden, 4 davon schwer. Bei 3 Unfallopfern waren die Verletzungen so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in Spezialkliniken geflogen werden mussten. Die Polizei konnte den Unfallhergang weitestgehend rekonstruieren. Ein VW-Bus geriet zunächst nach rechts von der Straße ab. Er fuhr etwa 40 Meter im unbefestigten Bankett und schleuderte dann nach links. Dabei prallte er frontal mit einem anderen Auto zusammen. Unserem ersten Eindruck nach war in diesem Bus überhaupt niemand angeschnallt. Es sind deutliche Spuren an der Windschutzscheibe vorhanden, wo einer mit dem Schädel dagegen geflogen ist. Es sind auf dem Beifahrerrücksitz hinten Blutspuren vorhanden, wo auch noch nicht ganz klar ist, wo die herkommen. Aber vermutlich von der dritten Person, die hinten irgendwo auf den Matratzen gelegen sein dürfte. Ursache für den Unfall war möglicherweise Alkohol am Steuer. In dem VW-Bus wurden alkoholische Getränke gefunden. Bei dem 32-jährigen Fahrer wurde daher eine Blutentnahme veranlasst. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor. Um den Fahrer des Pkw zu bergen, musste die Feuerwehr das Fahrzeugwrack aufschneiden. Die Straße war für fast 2 Stunden vollständig gesperrt.
Bereits seit mehreren Monaten legt ein bislang Unbekannter in Kempten Giftköder aus. Mehrere Hunde haben die Köder gefressen und anschließend Vergiftungserscheinungen in Form von Erbrechen gezeigt. Am Freitagnachmittag konnten von einem Bewohner mehrere blau verfärbte Schinkenröllchen in der Grünanlage am Jörg-Rist-Weg in Kempten aufgefunden werden. Hierbei handelt es sich offensichtlich um die ausgelegten Giftköder. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Kempten entgegen. In den nächsten Wochen soll verstärkt Rotwild im Oberallgäu auf TBC untersucht werden. Der Bayerische Umweltausschuss hatte der sogenannten Beprobung vor einem Monat zugestimmt. Deshalb werden in den nächsten zwei Wochen etwa 360 Stück Rotwild im Oberallgäu geschossen. Das Rotwild steht unter Verdacht, die Allgäuer Rinder im Sommer auf Bergwiesen mit TBC angesteckt haben zu können. Tierschützer und Jäger protestierten gegen das Vorgehen, da derzeit Schonzeit ist. Das Kaufbeurer Eisstadion soll zu Beginn der neuen Saison wieder nutzbar sein. Die dringend nötigen Renovierungsarbeiten sollen bald beginnen. Die ersten Ausschreibungen sind bereits erstellt. Zwischen August und Oktober soll die Halle dann betriebsbereit sein. Das sagte Oberbürgermeister Stefan Bosse beim politischen Weißwurstfrühstück am Freitag. Ob die langfristige Lösung ein Neubau oder eine Sanierung der Halle sein wird, ist noch nicht entschieden. Die Mehrheit der über 100 Teilnehmer der Veranstaltung sprach sich für einen Neubau aus. Der Stadtrat möchte aber letztlich die Bürger darüber entscheiden lassen. Wie berichtet, ist das Kaufbeurer Eisstadion seit dem 14. Dezember geschlossen, da es Probleme mit der Statik der Halle gibt. Am Donnerstag beginnt vor dem Amtsgericht Sonthofen der Prozess gegen einen 21-Jährigen, der im März bei einem Eishockeyspiel eine Rauchbombe gezündet haben soll. Der Oberallgäuer war als Fan zu dem Spiel Schweinfurt gegen Sonthofen gereist. Kurz vor Spielende wurde die Rauchbombe vom Besucherblock aus wohl aus Enttäuschung wegen des verlorenen Spiels gezündet. Der Angeklagte bestreitet den Tatvorwurf. Für den Prozess hat das Jugendschöffengericht 3 Verhandlungstage angesetzt. Und wir schauen jetzt auf die so lange ersehnten frühlingshaften Aussichten und danach auf den Sport vom Wochenende. Bei jedem Wetter preiswert waschen. Ihr Autowaschpark in Kottern, Sonthofen, Neugablons und Mindelheim. Die Nacht zum Dienstag wird wechselhaft, teils mit Wolken, teils mit Regenschauern aus dem Westen. Die Temperaturen liegen bei 0 bis 4 Grad. Am Dienstagvormittag ist noch mit letzten Schauern zu rechnen. Später wechseln sich Sonne und Wolken ab, bei Werten zwischen 5 und 7 Grad. Auch der weitere Verlauf des Tages bleibt durchwachsen mit zunehmenden Regenschauern. Bei milden Temperaturen zwischen 9 und 11 Grad kann es am Alpenrand vereinzelt schneien. Mitte der Woche bleibt es ebenso wechselhaft und windig. Das Thermometer weist milde Werte zwischen 3 und 10 Grad auf. Der Donnerstag und Freitag ist unbeständig mit häufig Regen und wenig Sonne. Die Temperaturen schaffen es nur knapp über den zweistelligen Bereich. Übers Wochenende ist endlich Wetterbesserung in Sicht. Im Topspiel der zweiten Volleyball-Bundesliga Süd hat sich das Allgäu-Team Sonthofen deutlich beim VV Grimma mit 0:3 geschlagen geben müssen. Nur im ersten Satz konnten die Allgäuerinnen dem Team aus Sachsen ihre Grenzen aufzeigen. Letztendlich hatten jedoch die Gastgeber mit 26:24 die Nase knapp vorn. Danach war Grimma nicht mehr zu stoppen und bewies, warum sie zu Recht der Spitzenreiter sind. Sie gewannen Satz 2 und 3 deutlich und konnten somit die Meisterschaft einen Spieltag vor Schluss in trockene Tücher bringen. Das Allgäu-Team Sonthofen empfängt am kommenden Sonntag um 19.30 Uhr die Mannschaft aus Erfurt und wird alles daran setzen, den 3. Platz halten zu können und somit eine gelungene Saison feiern zu können. 1:3 hat der FC Memmingen am Wochenende das Rückspiel gegen die Würzburger Kickers verloren. In der 10. Minute nutzten die Kickers eine Lücke, die durch die Verletzung von Ümit Sönmez entstand. Dieser musste nach einem schweren Foul behandelt werden und fiel für das weitere Spiel aus. Der Würzburger Ricardo Borba kam mit einer gelben Karte davon. Für den Mittelfeldspieler kam Steffen Friedrich. Er konnte kurz nach seiner Einwechslung bei dem Treffer zum 2:0 nur zusehen. Nach knapp 30 Minuten gelang dem FCM der Anschlusstreffer. Noch vor der Pause hatten sie viele weitere Chancen, konnten diese aber nicht nutzen. In der 2. Halbzeit schien die Partie zugunsten der Memminger zu kippen. Doch in der 58. Minute gelang den Würzburgern das entscheidende 3:1.
Die Spieler des FCM wehrten sich zwar, konnten aber in der letzten halben Stunde kein Tor mehr erzielen. Das Spiel endete wie schon das Hinspiel 3:1 für die Würzburger Kickers. Auf Platz 8 hat Franz Engstler gestern den zweiten Lauf der Tourenwagen-Weltmeisterschaft in Marrakesch beenden können. Damit ist der Allgäuer in die WM-Punkte gefahren. Bei den Privatfahrern wurde er Dritter. Im ersten Lauf zwang ihn ein Reifenschaden in die Box, sodass er als 17. die Zielflagge sah. Sandro Cortese ist gestern in Katar seinen ersten Grand Prix in der Moto2-Klasse gefahren. Dabei kam der Debütant als 17. von mehr als 30 Startern ins Ziel. Beim Start war Cortese zunächst auf Position 22 zurückgefallen. Im Laufe des Rennens gelang es dem 23-Jährigen dann, Plätze gut zu machen. Fahrer und Teamchef waren nach dem Rennen mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Der nächste Lauf zur Moto2-WM findet am 21. April im texanischen Austin statt. Das Curling-Team Allgäu hat die Olympia-Qualifikation verpasst. Die Allgäuer unterlagen bei der nationalen Ausscheidung am Wochenende dem Curling-Club Hamburg. Die Hanseaten gewannen die erste Partie am Samstag mit 6:4. In der zweiten Runde drehten die Allgäuer den Spieß um und gewannen mit 8:6. Am Sonntag verloren sie jedoch das entscheidende Spiel klar mit 7:4. Das Olympia-Qualifikationsturnier im Dezember wird damit ohne Allgäuer Beteiligung stattfinden. Das waren die aktuellen Meldungen vom Sport. Jetzt gibt es die Werbung und dann nehmen wir Sie mit ins Cambomare nach Kempten. Dort ging es gestern nämlich auch ganz schön sportlich zu. Was da genau los war, Sie sehen es gleich. Bereits seit über 28 Jahren können Sie unsere bekannt leckere und saisonale Küche genießen. Übrigens, wir im Storchennest haben keinen Ruhetag und kochen für Sie täglich durchgehend von 11 bis 22 Uhr. Jetzt finden Sie einfach und schnell Ihr neues Zuhause. Das Allgäuer Immobilienangebot in einer Online-Suche. Immobilien.all-in.de. Die neue Immobilienbörse der Allgäuer Zeitung. Immobilien.all-in.de. Hoch hinaus? Sparkassendom Neu-Ulm, das größte zwischen Stuttgart und München. Ihr traumhafter Urlaub. Gestalten Sie Ihr CW-Fotobuch und freuen Sie sich auf den Moment, es in den Händen zu halten. Mein CW-Fotobuch, mein Leben. Treffpunkt Freizeit. Geschichten und Berichte aus unserer Heimat. Tourismus und Freizeit. Kultur und Brauchtum. Sehen, was das Allgäu bewegt. Wir sehen uns im Treffpunkt Freizeit. Die Liste seiner Erfolge im Schwimmen ist durchaus beeindruckend. Marco Di Carli wurde 12-mal deutscher Meister und war bei den Olympischen Spielen in Athen und London mit dabei. Hinzu kommen EM-Medaillen sowie diverse deutsche Rekorde. Am Sonntag hatten 10 Schwimmer aus der Region die Möglichkeit, im Kemptener Cambomare ein exklusives Training mit ihm zu erleben. Ermöglicht wurde es von einem der Sponsoren Marco Di Carlis sowie von einem lokalen Spezialisten für Sportartikel. Erstmal ordentlich aufwärmen. Nur so kann man sein Bestes bei der Arena Swim Academy geben. Das Training leitet Marco Di Carli. Er ist Weltklasse-Schwimmer, Sportpolizist und zweifacher Olympiateilnehmer aus Hessen, dem der Spaß an seinem Sport schon von Weitem anzusehen ist. Ich bin in der luxuriösen Lage, dass ich für mein Hobby bezahlt werde. Und diese Freude, die ich selbst daran habe, einfach weitergeben zu können und dann aber auch zu sehen. Ich meine, wir haben jetzt knapp 2 Stunden, glaube ich, gearbeitet und da einfach schon diese Fortschritte zu sehen, das macht mir sehr, sehr, sehr viel Spaß und dann einfach auch dieses Wissbegierige in den Augen der Leute zu sehen, das spornt einfach an und ich habe an sowas sehr, sehr viel Spaß und ja, hoffe, dass diese Freude, aber wenn Sie es schon ansprechen, wird es ja irgendwo auch rübergekommen sein, einfach so diese Freude am Sport und am Element Wasser weiterzugeben, ist mir die größte Freude. Auffällig an dem fast 1,90 Meter großen Modellathleten sind 2 Tätowierungen am Fuß. Unter den Olympischen Ringen steht auch der Titel eines französischen Chansons. Dessen Übersetzung: Ich bedauere nichts. Lebensmotto. Klar, ich kenne das Lied natürlich auch.
hat sich bei mir mehr oder weniger dadurch ergeben, dass ich bei der WM 2011 halt sehr, sehr oft darauf angesprochen wurde, weil ich vorher eine persönliche Auszeit vom Sport genommen habe, darauf angesprochen wurde, ob ich das nicht bereuen würde, was in den 2 Jahren, wo ich weg war, alles hätte erreicht werden können. Und es ist einfach so, ich stehe hier jetzt, weil ich genau der bin, der ich bin und das gemacht habe, was ich gemacht habe. Was soll ich etwas bereuen, was in der Vergangenheit liegt? Ich kann es eh nicht mehr verändern, sondern da dann das Beste rausziehen und damit weiterkommen. Marco Di Carlis Spezialdisziplinen sind Freistil und Rücken. Klar, dass dann vor allem im Kraulbereich an vielen Kleinigkeiten gearbeitet wurde. Ich denke, wir konnten das ein oder andere hier nochmal anstoßen. In 2 Stunden kann man halt einfach keine Welten verändern, das muss man ganz klar sagen. Wir haben hier probiert, ein paar Impulse zu setzen und der ein oder andere nimmt hoffentlich sehr, sehr viel mit von hier. Der ein oder andere wird sich dann vielleicht auch beim nächsten Mal wieder bewerben. Und ja, vom Niveau würde ich sagen, wir haben es vielleicht ein bisschen gesteigert, aber es war ja schon sehr, sehr gut da. An sich war das Training auf 90 Minuten angesetzt. Tatsächlich hat sich Marco Di Carli aber fast 2 Stunden Zeit genommen. Zeit, die sich für die Teilnehmer an der Swim Academy gelohnt zu haben scheint. Ich habe ein paar Tipps bekommen in Bezug auf Armtechnik. Ich meine, mein linker Arm zieht durchs Wasser einfach nur durch und mein rechter Arm hat eine schöne Technik. Und dann sollte die rechte Technik auf die linke Seite auch übertragen können. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Anstrengend war es für mich jetzt weniger, wie gesagt, weil ich eben Leistung schon mal bin und schon einiges gewohnt bin, sprich 5 bis 6 Mal Training in der Woche. Und deshalb war es für mich jetzt hier wirklich ein tolles Erlebnis, weniger anstrengend, aber ich denke, ich habe trotzdem was gelernt. Super verstanden und ich nehme was mit, was ich zu Hause gleich morgen ausprobieren kann. Super Typ, mit ihm könnten wir feiern gehen. Ursprünglich war das Training für Mitte März geplant. Allerdings musste es krankheitsbedingt abgesagt werden. Am Sonntag war nun der letztmögliche Termin, an dem Marco Di Carli Zeit hatte, denn in Kürze beginnen die deutschen Meisterschaften. Freitag ist erstmal der wichtigste Termin, da habe ich Geburtstag, das heißt alle Geschenke bitte an meine Adresse. In 3 Wochen, klar, wir haben deutsche Meisterschaft mit WM-Quali, da geht es dann um die Tickets für Barcelona und das ist der wichtigste Termin in diesem Jahr erstmal. Klar, die Hauptstrecke bei mir unter Kraul, da werde ich definitiv starten und da wird, wenn, denke ich, auch das Ticket zu erreichen sein. Ich bin einer, der immer ganz gerne so ein bisschen Vorlauf hat zu dem. Deswegen werde ich am Freitag wahrscheinlich schon die 50 Meter Rücken in Angriff nehmen. Am Sonntag stehen dann noch 50 Kraul und 100 Rücken zur Debatte. Aber der Fokus geht ganz klar auf die 100 Kraul. Da bin ich deutscher Rekordhalter. Da verdiene ich meine Brötchen und da will ich mich auch qualifizieren. Spaß am Schwimmen und den Willen, an Details zu feilen. Das war wohl das Wichtigste, dass Marco Di Carli seinen Schützlingen mit auf den Weg geben konnte. Von den vielen individuellen Tipps zur besseren Technik mal ganz abgesehen. Dass wir Allgäuer sind, das ist ja klar. Wir sind hier in der Region aber auch Schwaben, bayerische Schwaben, um genau zu sein. Das liegt auch daran, dass wir zum Regierungsbezirk Schwaben gehören und das seit 60 Jahren. Denn 1953 wurde ganz Bayern in Bezirke unterteilt. 4000 Mitarbeiter hat der Bezirk. Sie sind zuständig für überörtliche Sozialhilfe, die psychiatrische Versorgung und die Kultur- und Heimatpflege. Zur Stunde feiert der Bezirk seinen Geburtstag in Marktoberdorf. Dazu gibt es eine Wanderausstellung, die die Aufgaben und Leistungen des Bezirks anschaulich macht. Außerdem wird heute Abend eine eigens kreierte Jubiläumsmedaille präsentiert. Wir haben natürlich ein Team vor Ort. Die Bilder vom Bezirksgeburtstag sehen Sie dann morgen bei uns. Übrigens natürlich auch übers Internet. Unter tv-allgäu.de können Sie unsere Sendungen und Berichte immer und überall anklicken. Und ich hoffe, Sie klicken uns auch morgen an. Wir sind ab 18 Uhr mit der Dienstagsausgabe für Sie da. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.